Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch einen Solo-Money-Glitch. Wie geil ist das denn? Aber bevor wir mit dem Video anfangen, Leute, würde ich euch schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Glitches rund um GTA Online. Also gut, Leute, ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Und Leute, ich bin ehrlich, ihr braucht sehr viel für diesen Glitch. Aber Leute, wenn ihr die ganzen Sachen, die ich jetzt gleich sage, nicht habt, es gibt noch einen alternativen Money Glitch, den ich schon mal hochgeladen habe. Schaut mal in die Videobeschreibung. Also gut, Leute, was braucht ihr denn jetzt? Ihr braucht einmal ein Apartment, wo ihr einen Heist-Überfall schon mal gestartet habt. Dieser Heist-Überfall muss nicht komplett bis zum Finale vorbereitet sein, sondern er kann einfach nur wirklich gestartet sein. Denn ihr braucht diese Lester-Einladung aufs Handy. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Außerdem, Leute, braucht ihr hier auch eine Basis, denn in der Basis müsst ihr das Gleiche haben. Ihr müsst dort auch einen Überfall gestartet haben, denn ihr braucht hier auch die Lester-Einladung aufs Handy. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen CEO-Tower, inklusive Firmengarage und inklusive Tuning-Garage. Auch sehr wichtig. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Nachtclub, inklusive Terabyte. Außerdem, Leute, braucht ihr hier auch noch eine Spielerhalle. Und in der Spielerhalle, Leute, braucht ihr hier einmal das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, Leute, nehmt ein Easy Classic aus der Arena-Werkstatt, zum Beispiel in der Zukunftsschock-Variante, denn die bringen einfach am meisten bei diesen Glitches. Und euer Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, braucht ein persönliches Nummernschild von der iFruit-App, zum Beispiel das NHW-Nummernschild. Auf jeden Fall muss es ein personalisiertes Nummernschild sein, was von euch ist. Ganz, ganz wichtig, denn sonst erhaltet ihr bei diesem Duplikat-Glitch dreckige Kopien. Und das wäre ja blöd. Und außerdem, Leute, braucht ihr natürlich auch Fahrzeuge, die für diesen Glitch verloren gehen können. Also beispielsweise einen kostenlosen Elegy oder einen Fahrschuhroller. Und Leute, das Geile an diesem Glitch ist, wenn ihr einmal in diesem Modus seid, könnt ihr euch so viele Autos duplizieren, wie ihr wollt. Deswegen, Leute, kauft euch ein paar mehr Elegies oder Fahrschuhroller in eure Spielerhalle. Also gut, Leute, das waren jetzt generell die ganzen Vorbereitungen. Ich weiß, das sind so sehr, sehr viele. Deswegen, wenn ihr das nicht habt, Leute, schaut in die Videobeschreibung, denn dort habe ich euch einen anderen Money Glitch verlinkt. Und Leute, am Ende des Videos zeige ich euch einen möglichen Fehler beim Duplizieren, der euch eventuell verwirren würde. Deswegen, Leute, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Diesmal lohnt sich tatsächlich. Okay, Leute, ich muss sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes seid ihr in einer GTA Online-Sitzung. Dann müsst ihr hier als erstes erstmal euren Spawnpunkt auf euren Nachtclub setzen. Das ist sehr wichtig, Leute. Dafür öffnet ihr das Interaktionsmenü, geht dann runter auf Spawnpunkt und geht dann auf Nachtclub. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, registriert ihr euch erstmal als CEO. Habt ihr euch als CEO registriert, könnt ihr, um das Ganze abzuspeichern, mal euer Outfit ändern. Denn wenn ihr euer Outfit geändert habt, Leute, werdet ihr unten rechts die orangene Ladeschnecke sehen. Gut, Leute, habt ihr das jetzt gehabt, müssen wir jetzt so gesehen eine neue Sitzung finden, denn wir müssen jetzt in unseren Nachtclub spawnen. Dafür gehen wir jetzt erstmal in den Editor. Seid ihr in den Editor angekommen, Leute, müssen wir jetzt erstmal unseren Zielmodus ändern, denn wir brauchen einen anderen Zielmodus, zum Beispiel freies Zielen. Das stelle ich auch hier direkt mal ein. Und wenn ihr das eingestellt habt, Leute, geht jetzt einfach auf Online, geht auf Online-Spiel und los. Denn los bedeutet eine öffentliche Sitzung. So, Leute, ihr werdet jetzt in einer öffentlichen Sitzung gespawnt, und zwar in euren Nachtclub. Und ihr werdet merken, sobald ihr in eurem Nachtclub drin seid, dass ihr immer noch CEO seid. Und das ist soweit auch ganz gut, denn jetzt müssen wir tatsächlich erstmal warten. Denn wir brauchen jetzt beide Lester-Einladungen. Einmal vom Weltuntergangsraubüberfall und einmal vom Heist-Überfall. Das kann tatsächlich ein paar Minuten dauern, Leute, und da gibt es auch keinen Trick, um das irgendwie zu skippen, dass es sofort kommt. Sprich, Leute, ich werde das hier auch ganz skippen, denn es würde circa 5 Minuten dauern, bis das Ganze bei euch auch kommen wird. So, Leute, ich habe jetzt beide Einladungen von Lester erhalten, sprich, wir können jetzt mit dem Glitch weitermachen. Denn als nächstes, Leute, müsst ihr erstmal euren CEO wieder quitten. Das bedeutet, ihr öffnet ins Aktionsmenü, geht auf CEO und geht auf CEO verlassen. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, geht jetzt einfach zu diesem Aufzug hier und wählt eure Terabyte-Garage aus. Seid ihr in der Terabyte-Garage angekommen, Leute, müsst ihr jetzt in euren Terabyte reingehen. Seid ihr jetzt in euren Terabyte angekommen, Leute, geht jetzt aufs Handy und geht jetzt auf die blaue Einladung, sprich die Basiseinladung, und nimmt sie einfach mal an. Ihr werdet merken, Leute, dass nichts passiert. Und das ist sehr gut, denn als nächstes öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht wieder auf CEO, aber nicht direkt auf CEO registrieren, sondern dass ihr in diesem kleinen Menü drinne bleibt, bevor ihr CEO werden würdet.
Ne? Deswegen nur in diesem Menü bleiben. Als nächstes geht ihr jetzt zu dieser Tür, zum Ausgang. Und zwar lehnt ihr euch dagegen. Wenn ihr euch jetzt gegen diese Tür gelehnt habt und das Interaktionsmenü jetzt offen habt, dann müsst ihr X spammen, was das Zeug hält. Denn ihr verlasst jetzt so gesehen den Terabyte und registriert euch als CEO. Und wenn alles funktioniert, Leute, müsstet ihr tatsächlich jetzt in eure Basis spawnen. Aber es ist irgendwie eine verglitschte Basis, denn die Tür zum Raubüberfall geht sehr, sehr langsam auf und die Avenger zum Beispiel ist auch nicht da. Und Leute, ihr werdet auch merken, dass dieser blaue Kreis nicht da ist, wo ihr eigentlich die Basis verlassen würdet. Aber Leute, das ist nicht schlimm, der ist tatsächlich einfach nur unsichtbar. Sprich, ihr geht zu diesem Tastenfeld und drückt einfach X, um die Basis zu verlassen. Und wenn ihr draußen spawnt, Leute, werdet ihr merken, dass ihr mit eurem Charakter nicht mehr springen könnt. Und Leute, ihr werdet zusätzlich auch noch merken, dass ihr keine Waffe auswählen könnt. Sobald ihr eine Waffe auswählt, steckt ihr Charakter eure Waffe einfach wieder ein. Also so Motto, nö, ich schieße jetzt nicht hier rum. Und daran merkt ihr, Leute, dass euer Charakter tatsächlich schon fast in dem Modus drin ist. Denn als nächstes müssen wir jetzt zu unserem CEO Tower. Dahin könnt ihr jetzt einfach zum Beispiel fahren oder einen CEO Buzzard bestellen oder euch auch Job teleportieren. Ich zeige euch hier mal kurz, was mit Job Teleport gemeint ist, denn dafür brauchtet ihr jetzt zum Beispiel den anderen Zielmodus. Das bedeutet, Leute, wir gehen jetzt auf die Karte und suchen uns jetzt hier einen Job, der in der Nähe von unserem CEO Tower ist und starten den über die Karte, sprich mit Viereck und bestätigen. Denn sobald wir einen Job drinnen geladen sind, müssen wir jetzt jemanden suchen, der anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir gucken jetzt einfach mal kurz in unsere Freundesliste und schauen mal, ob ein Freund von uns einen anderen Zielmodus hat. Haben wir jetzt einen Freund gefunden, der auch GTA spielt, Leute, müssen wir den jetzt erstmal beitreten. Sind wir den jetzt beigetreten, haben wir jetzt in GTA eine Meldung. Und zwar steht in der Meldung, ob ihr euch sicher seid, dass ihr diese GTA Online-Sitzung beitreten möchtet. Hier drückt ihr nichts, Leute. Wirklich gar nichts. Denn als nächstes müssen wir den nochmal beitreten. Das bedeutet, wir nehmen den gleichen Spieler und treten den nochmal bei. Und jetzt zeigt sich, ob er einen anderen Zielmodus hat oder nicht. Denn wenn jetzt hier eine andere Meldung in GTA erscheint, dass der besagte Spieler einen anderen Zielmodus hat, ob ihr den ändern möchtet, dann hat der besagte Spieler einen anderen Zielmodus wie ihr und ist brauchbar für diesen Glitch. Falls bei euch diese Meldung nicht kommt, Leute, hat der Spieler den gleichen Zielmodus wie ihr und ihr müsst jemanden anderen suchen. Gut, in meinem Fall hat es jetzt einfach wunderbar funktioniert und ich drücke jetzt hier einfach mal Kreis. Ihr werdet merken, Leute, dass ihr aus dem Job rausgeschmissen werdet wegen einem Netzwerkfehler. Und das ist auch gewollt, denn jetzt sind wir vor unserem CEO Tower. Wie geil ist das denn? Aber Leute, wie gesagt, das ist keine Pflicht, das ist einfach nur eine Abkürzung. Ihr könnt auch ruhig hier mit dem Bassatili hinfliegen. So, ihr seid jetzt in der Nähe von eurem CEO Tower gespawnt. Denn als nächstes, Leute, müsst ihr jetzt so gesehen in den CEO Tower reingehen und wählt eine Firmengarage aus. Denn ihr braucht jetzt hier irgendein Fahrzeug. Und keine Sorge, Leute, dieses Fahrzeug verliert ihr nicht, das behaltet ihr. Denn ihr müsst das nur kurz benutzen, um es weiter zu verglitschen. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier in der Firmengarage 1 zum Beispiel rein. Und Leute, jetzt müsst ihr einfach mal die rechte Pfeiltaste drücken. Ihr werdet ja kurz einen Blackscreen haben, aber sobald ihr wieder einen Screen bekommt, müsst ihr sofort die Optionstaste drücken. Und wenn ihr das geschafft habt, Leute, werdet ihr sehen, dann wird es kurz so flackern. Wenn das Geflackerte gekommen ist, dann könnt ihr auch die Optionstaste wieder schließen. Ihr werdet kurz sehen, dass ihr kurz unsichtbar wart, aber das geht sofort wieder weg. Denn als nächstes, Leute, müsst ihr hier irgendwas umtunen. Es ist völlig egal, was ihr hier umtunet. Es kann jetzt hier auch irgendwie Panzerung sein oder sonst irgendwas. Wirklich, es ist völlig egal. Hauptsache, tunet irgendwas um. Ihr könnt es auch theoretisch dann wieder zurückmachen, wie ihr wollt. Es ist völlig egal. Habt ihr jetzt irgendwas an eurem Fahrzeug umgetunt, Leute, müsst ihr zweimal Kreis drücken, sodass ihr jetzt dieses Verlassen-Menü habt, ob ihr zur Firmengarage gehen möchtet, ob ihr das Fahrzeug verlassen möchtet oder ob ihr die Immobilie verlassen möchtet. Denn jetzt müsst ihr hier die Immobilie verlassen, ihr müsst komplett aus dem Gebäude raus. Und wenn ihr das gedrückt habt, Leute, seid ihr gefreezed. Aber Leute, keine Sorge, das geht wieder weg. Ihr müsst aber nur kurz warten, denn kurz Zeit später werdet ihr dann draußen spawnen. Seid ihr draußen gespawnt, Leute, müsst ihr jetzt zu LSK Meet. Seid ihr jetzt bei LSK Meet angekommen, Leute, müsst ihr jetzt einfach mit dem Fahrzeug reinfahren. Seid ihr jetzt im LSK Meet gespawnt, werdet ihr automatisch aussteigen. Jetzt müsst ihr einfach wieder einsteigen. Seid ihr wieder im Auto drinne, drückt ihr die Viereck-Taste, um das Menü zu öffnen. Denn als nächstes müsst ihr das LSK Meet wieder verlassen. Und Leute,
Wenn es alles Kami dir verlässt und draußen spawnt, zeigt sich dann jetzt hier, ob das Ganze jetzt funktioniert hat oder nicht. Denn ihr müsst jetzt hier im Auto rechte Pfeiltaste drücken können und ihr werdet mit einem verbuggten Ladescreen in Alice Kami wieder reingezogen, und zwar zu Mechanica. Wenn das bei euch nicht funktioniert, Leute, dann müsst ihr leider den kompletten Glitch wiederholen. Und Leute, ich sag ehrlich, das ist bei mir auch öfters passiert. Hier kurz ein paar Ausschnitte. Bei mir hat es erstmal einen dritten Versuch wirklich geklappt mit dem Glitch. Aber Leute, es ist möglich, deswegen versucht einfach weiter. Seid ihr jetzt bei Mechanica im Alice Kami gespawnt, müsst ihr jetzt einfach nur noch Kreis drücken und das Ganze bestätigen. Dadurch werdet ihr wieder draußen gespawnt. Seid ihr draußen gespawnt, Leute, müsst ihr jetzt zur Spielerhalle. Sprich, ihr könnt jetzt einfach dahin fahren mit einem Fahrzeug oder CEO Buzzard oder Job Teleport. Das ist hier tatsächlich völlig egal. Seid ihr jetzt bei eurer Spielerhalle angekommen, Leute, müsst ihr jetzt einfach zu Fuß reingehen. Seid ihr jetzt in der Garage der Spielerhalle angekommen, müsst ihr jetzt mit einem kostenlosen Elegy oder einem Fahrzeugroller, auf jeden Fall ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch verliert, rausfahren. Seid ihr jetzt mit diesem Fahrzeug rausgefahren, Leute, steigt hier aus und lasst es draußen stehen und geht wieder zu Fuß in eure Garage rein. Als nächstes steigt jetzt in das Fahrzeug ein, was ihr euch duplizieren wollt. Wie gesagt, Leute, mein Tipp, nehmt einen Izzy aus der Arena-Werkstatt und wie gesagt, Leute, euer Izzy muss euer persönliches Nummernschild haben. Ganz wichtig. So, wenn ihr da eingestiegen seid, Leute, müsst ihr jetzt hier auch die rechte Pfeiltaste drücken. Denn ihr werdet jetzt wieder in dieses Tuning-Garagen-Menü kommen. Und Leute, seid jetzt im Tuning-Menü angekommen, müsst jetzt hier einfach irgendwas umändern. Zum Beispiel hier die Bremsen kurz auf anderes machen, dann könnt ihr auch wieder zurück machen. Und dann, Leute, geht ihr wieder aus der Tuning-Garage raus und bestätigt das Ganze auch. So, ihr habt jetzt hier einen ganz verbuggten Ladescreen wieder, aber das ist völlig normal, Leute. So, Leute, seid jetzt wieder zurückgekommen, steigt jetzt einfach aus dem Fahrzeug aus. Und Leute, achtet mal auf den Stellplatz, wo eigentlich mein LG steht. Denn wenn ich jetzt auf Fahrzeuge gehe im Interaktionsmenü und gehe jetzt auf Fahrzeug wieder einlagern, zack, boom, bam, wir haben unser Easy dupliziert. Und so einfach geht das, Leute. Wir können jetzt hier tatsächlich einfach wirklich back-to-back Fahrzeug duplizieren. LG raus, aussteigen, wieder zu Fuß rein, in unseren Easy reinsteigen, den wir duplizieren wollen, rechte Pfeiltaste, irgendwas ändern und so weiter und so fort. Das könnt ihr wirklich durchgehend machen. Wie geil ist das denn? Und so könnt ihr wirklich mega viele Fahrzeuge euch duplizieren und seid ready für die nächsten DLCs in GTA Online. So, Leute, und so einfach war es dieser Duplikat. Und ihr könnt jetzt immer und immer weiter duplizieren, wie ihr Lust habt und Laune habt. Aber Leute, ich habe am Anfang des Videos gesagt, es gibt ja so eine Art Fehler, der auftreten kann. Und zwar habe ich diesen Fehler tatsächlich auch bekommen und ich zeige ihn euch mal hier. Der mögliche Fehler tritt tatsächlich einfach beim Duplizieren auf. Nämlich bei dem Part, wo ihr mit einem Easy theoretisch in die Tuning-Werkstatt reinfahrt, spawnt ihr auf einmal in der Spielerhalle, aber die Garage ist komplett leer und ihr kommt auch nicht mehr raus. Was könnt ihr dagegen tun, Leute? An sich sehr, sehr einfach. Ihr müsst jetzt hier einfach tatsächlich einen Job-Teleport machen. Das bedeutet, ihr geht auf die Karte, geht zu eurer Spielerhalle und guckt mal, welcher Job in der Nähe ist und macht dorthin den Job-Teleport. Und keine Sorge, Leute, ihr werdet dadurch nicht aus dem Modus geschmissen. Ihr könnt danach normal weiter glitchen, wie ihr auch gerade hier im Hintergrund seht. Und Leute, wirklich, es geht richtig, richtig einfach, hier Autos zu duplizieren. Und was bringt denn jetzt hier so ein Easy, wenn man den mal dupliziert hat? Also in meinem Fall, Leute, bringt es ein Easy ca. 1,5 Millionen GTA-Dollars. Aber Leute, wenn ihr komplett auftunt, könnt ihr euch sogar 1,8 Millionen Dollar sichern pro Duplikat. Ich weiß, der Glitch ist relativ neu und die Steps sind relativ unbekannt, aber er ist nicht schwer, ihr habt hier kein schweres Timing, also versucht mal den Glitch, Leute. Wie gesagt, wenn ihr Probleme habt mit dem Glitch, dann schreibt doch mal in die Kommentare oder kommt auf Discord und fragt mich da und ich werde eure Fragen gerne beantworten. Aber Leute, ich würde sagen, vergesst nicht, das Video zu liken und natürlich für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, der Glitch ist krass und funktioniert. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bobbert. Ciao.